Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Deutschland und Frankreich sind entschlossen, ihre Differenzen zur Erweiterung der Europäischen Union bis zum EU-Gipfel im Dezember auszuräumen. Bei den deutsch-französischen Konsultationen in Schwerin vereinbarten Bundeskanzler Schröder und der französische Staatspräsident Chirac monatliche Regierungstreffen. Außerdem sollen Arbeitsgruppen zu den strittigen Fragen, wie etwa der EU-Agrarpolitik, gebildet werden. Mit einem letzten Händedruck verabschiedete Bundeskanzler Schröder seinen Gast, den französischen Präsidenten Jacques Chirac, beim Gipfel in Schwerin. Vor der mächtigen Kulisse des Zuckerbäckerschlosses bei tropischen Temperaturen trafen sich die beiden, um gemeinsame Positionen für den EU-Erweiterungsgipfel im Dezember festzulegen. Ein schwieriges Unterfangen, denn dann wird es entweder eine neue alte oder eben eine neue deutsche Regierung sein, die Verhandlungen führen wird. Zum Beispiel zum strittigen Thema der Agrarsubventionen. Die Franzosen wollen, dass die EU auch in Zukunft, selbst nach der Erweiterung, den Bauern direkt viel Geld zahlt. Die Deutschen dagegen müssen sparen. Sie wollen die Agrarsubventionen drastisch kürzen. Wir haben immer gesagt, wir wollen, dass auch die Beitrittsstaaten, die beitreten werden, in Genuss von dem kommen, was man Phasing-in nennt. Also in den Genuss von Direktbeihilfen, vielleicht nicht in der gleichen Höhe, wie es sie für die jetzigen Mitglieder gibt. Und parallel dazu muss eine Form gefunden werden, wie man entlastet diejenigen, die die Nettozahler sind, wie Deutschland zum Beispiel. Ein Gipfel nicht von allergrößter Bedeutung und nahezu ergebnisfrei. Und damit entspricht er genau den Erwartungen. Denn 7 Wochen vor der Bundestagswahl können Bundeskanzler und seine Mannschaft keine verbindlichen Entscheidungen fällen. So warten die Europäer und die Franzosen auf den 22. September. Denn der Zeitdruck ist enorm. Im Dezember findet auf alle Fälle der entscheidende Erweiterungsgipfel in Kopenhagen statt. Die Bundesregierung darf zum Schutz der Verbraucher öffentlich vor Gesundheitsrisiken warnen. Auch Informationen über umstrittene religiöse Vereinigungen sind zulässig, entschied jetzt das Bundesverfassungsgericht. Im Zusammenhang mit dem Verbraucherschutz wies Karlsruhe 2 Beschwerden von Weinkellereien ab. Die Regierung hatte im Glykol-Skandal 1985 Listen mit belasteten Weinen veröffentlicht. Krisen und Skandale im Agrar- und Lebensmittelbereich, sie haben die Bundesbürger in den letzten Jahren in Atem gehalten. Ein Stichwort: Nitrophen, Unkrautvernichter im Getreide. Die jeweiligen Bundesregierungen informierten die Verbraucher, warnten vor Risiken. Jetzt sehen sich die Politiker bestätigt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen informiert sein. Sie müssen die Chance haben, ihre Wahlfreiheit selbst auszuüben. Und es geht nur, wenn alle Informationen auf dem Tisch liegen. Deswegen ist die Entscheidung heute ein guter Schritt für den Verbraucherschutz. Ein weiterer Schritt muss kommen, und das ist das Verbraucherinformationsgesetz. Ausgangspunkt der Entscheidung: der Glykol-Skandal 1985. Die Regierung hatte damals Listen veröffentlicht, konkret die Namen der mit Frostschutzmittel versetzten Weine genannt, ebenso die Hersteller. Solche Informationsarbeit hielten 2 Unternehmen für verfassungswidrig. Ist sie nicht, entschieden die Richter. Der Staat dürfe marktbezogene Informationen verbreiten. Der Bürger erwarte für seine persönliche Meinungsbildung und Orientierung Informationen von der Bundesregierung, so der Beschluss. Die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts holt die Informationsarbeit der Bundesregierung aus einer jahrzehntelang rechtlich umstrittenen Grauzone heraus und untermauert sie verfassungsrechtlich. Allerdings muss diese Informationsarbeit auf 2 Grundsätzen basieren. Der erste: die Informationen müssen richtig sein. Und der zweite: wenn trotz sorgfältiger Prüfung immer noch Unsicherheiten bleiben, müssen diese dem Verbraucher mitgeteilt werden. Die Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre fordert neue Gesetze und bessere Kontrollen als Reaktion auf die Krise an den Börsen. Die Spitze der Gemeinschaft beklagte auf der heutigen Jahrespressekonferenz in Frankfurt am Main, das Vertrauen sei durch Insolvenzen, Bilanzskandale und kriminelle Machenschaften schwer erschüttert. Eines hat die anhaltende Finanzkrise an den Aktienmärkten besonders deutlich gezeigt. Kleinanleger sind den Machenschaften durch Vorstände, Aufsichtsräte und Wirtschaftsprüfer schutzlos ausgeliefert. Unternehmenspleiten wie EMTV oder der Softwarehersteller Informatik beweisen, dass es den Geschädigten nahezu unmöglich ist, Ansprüche vor Gericht durchzusetzen. Wie die Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre außerdem feststellt, sind auch die Chancen gering, gegen Manager vorzugehen, die sich unangemessen hohe Einkommen genehmigt haben, wie unter anderem die Vorstände der Deutschen Bank, der Deutschen Telekom und von Daimler Chrysler.
Die Kursverluste müssen ausschließlich die Anleger verkraften. Seit dem Börsenhoch im März 2000 ist der Anlagewert um 55% gefallen. Ein Verlust von 160 Milliarden Euro. Wir denken, dass auch die Aktionäre eine Art Recht auf Aktionärsklage haben sollten, wo man mit einem gewissen Aktienquorum dann eine Klage gegen die Verantwortlichen des Unternehmens, sprich Vorstand oder Aufsichtsrat, führen kann. Finanzminister Eichel, der selbst mit der Einführung von Telekom-Aktien hohe Gewinne erzielt hat, will sich jetzt für einen verbesserten Anlegerschutz einsetzen. Ob das Vertrauen in die Börse schnell zurückkehrt, ist noch fraglich. Nach dem Weggang des Bertelsmann-Vorstandschefs Mittelhoff hat die eigene Familie Mohn ihren Einfluss weiter ausgebaut. Ein Sprecher der Bertelsmann-Stiftung bestätigte heute, dass Liz Mohn, die Ehefrau des Firmenpatriarchen, den Vorsitz der Bertelsmann-Verwaltungsgesellschaft übernommen hat. Diese kontrolliert die Aktienmehrheit des Gütersloher Unternehmens. Zu den Gründen seines Weggangs bei Bertelsmann sagte Mittelhoff der ARD: Eine Perspektive für Bertelsmann ist ein Unternehmen, das einen sehr starken Kulturbezug hat, auch hier in Gütersloh, das auf jeden Fall zu 75% kontrolliert wird von der Bertelsmann Stiftung und der Familie Mohn und bei dem allenfalls 25% an der Börse gehandelt werden können. Ich selber bin der Auffassung, dass, auch wenn heute das Börsenklima schlecht ist, das Management die Flexibilität haben muss, dieses Unternehmen mittellangfristig auch börsennotiert weiterentwickeln zu können, weil andernfalls ein Großunternehmen wie Bertelsmann aus meiner Sicht der Dinge kaum auf Dauer wettbewerbsfähig sein kann, international, in der Größenklasse, in dem sich das Unternehmen zurzeit befindet. Das ganze Interview mit dem scheidenden Bertelsmann-Chef Thomas Mittelhoff heute Abend in den Tagesthemen. Die Bundesregierung und der VW-Personalvorstand Hartz haben Spekulationen zurückgewiesen. Der Manager werde nach einem erneuten Wahlsieg der SPD ein Superministerium für Wirtschaft und Arbeit erhalten. Regierungssprecher Haye sagte, solche Pläne gebe es nicht. Bundeskanzler Schröder sprach von Spekulationen. Hartz selbst betonte, er berate die Bundesregierung gerne in Fachfragen, strebe aber kein Ministeramt an. Deutsche Soldaten wenden sich immer häufiger an den Wehrbeauftragten der Bundeswehr Pinner. Wie er der Rheinischen Post sagte, stieg die Zahl der Anfragen und Beschwerden im ersten Halbjahr um mehr als 40%. Den starken Anstieg führte Pinner vor allem auf den Umbau der Bundeswehr und zunehmende Auslandseinsätze zurück. Die Soldaten wünschten Planungssicherheit. Bei einem Selbstmordanschlag im Zentrum Jerusalems sind am Mittag 5 Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben sprengte sich ein 17-jähriger Palästinenser vor einem Schnellimbiss in die Luft. Er war sofort tot. Wenige Stunden zuvor waren bei Ariel im Westjordanland 2 jüdische Siedler von Palästinensern erschossen worden. Zu beiden Taten bekannten sich die Al-Aqsa-Brigaden, der militärische Arm der Fatah-Bewegung von Palästinenser-Präsident Arafat. Serbien steht vor einer schweren Verfassungskrise. Die Demokratische Partei Serbiens des jugoslawischen Präsidenten Koštunica kündigte nach ihrem Ausschluss aus dem Parlament Widerstand gegen die Entscheidung an. Der Vizechef sprach von einem Staatsstreich. Auf Betreiben des DOS-Bündnisses von Regierungschef Džinđić waren der Partei gestern alle Mandate aberkannt worden. DOS hatte Koštunicas Partei fehlende Unterstützung der Regierung vorgeworfen. Die Demokratische Republik Kongo und Ruanda haben heute ein Friedensabkommen geschlossen. Der Vertrag wurde von den Präsidenten Kabila und Kagame unterzeichnet. Er sieht vor, dass Ruanda seine Truppen innerhalb von 90 Tagen vom Gebiet des Nachbarlandes abzieht. Kinshasa verpflichtete sich, Hutu-Milizen zu entwaffnen und festzunehmen. Sie werden für den 1994 in Ruanda begangenen Völkermord mitverantwortlich gemacht. Kongos Präsident Joseph Kabila und sein ruandischer Gegenspieler Paul Kagame wollen einen Schlussstrich ziehen unter den größten aller afrikanischen Kriege. Vor allem wollen sie die Hauptverursacher des langjährigen Konflikts ausschalten, ruandische Hutu-Milizen, die im Kongo Zuflucht gefunden hatten. Gekommen waren sie 1994 mit diesen Flüchtlingsströmen, nachdem sie ein Blutbad unter den Tutsi in ihrer Heimat angerichtet hatten. Diktator Mobutu hieß die Völkermörder seinerzeit willkommen, was ihm sein Amt kostete. Ruanda und Uganda marschierten bis Kinshasa und brachten Rebellenchef Laurent Kabila an die Macht. Ein Missgriff, denn der ließ die Hutu-Milizen und die eigene Armee weiter Jagd auf ethnische Tutsi machen. Ein neuerlicher Marsch auf Kinshasa war die Folge. Der Sturz Kabilas konnte nur durch das Eingreifen Angolas, Namibias und Simbabwes verhindert werden.
Die Kongo-Krise weitete sich zum kontinentalen Krieg aus. Die Kämpfe flauten erst ab, als Kabila ermordet und sein Sohn Joseph Nachfolger wurde. Mindestens 2 Millionen Menschen sind seither umgekommen, fast alles Zivilisten, meist an Hunger und Krankheiten. Die Besatzer haben unterdessen die Reichtümer des Landes geplündert. Holz, Diamanten, Edelmetalle. Der Kongo ist ein weithin ruiniertes Land. UN-Truppen sollen nun die Entwaffnung der Hutu-Milizen überwachen. Ob deren 25.000 Kämpfer binnen 3er Monate zu neutralisieren sind, wird von Beobachtern bezweifelt. In Ruanda müssten viele mit schweren Strafen rechnen. Nord- und Südkorea wollen ihren Dialog der Versöhnung fortsetzen. Ein Angebot des Nordens zur Wiederaufnahme von Gesprächen hat die Regierung in Seoul heute nach eigenen Angaben angenommen. Schon am Wochenende sollen die Delegationen die Weichen für ein weiteres Ministertreffen stellen. Nordkorea hatte zuvor ein Seegefecht im Gelben Meer bedauert, bei dem vor einem Monat 4 südkoreanische Soldaten getötet worden waren. Papst Johannes Paul II. Hat heute das mittelamerikanische Land Guatemala besucht. Er sprach vor mehr als 700.000 Menschen den Franziskanermönch Betancur heilig. Anlässlich des Papstbesuchs hat Guatemalas Präsident Portillo angekündigt, keine Todesurteile mehr vollstrecken zu lassen. Das Parlament soll in den nächsten Tagen über einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Todesstrafe entscheiden. Der Papst wird morgen in Mexiko erwartet, wo er erstmals einen Indio heilig sprechen wird. Nach der Verschleppung von 2 deutschen Entwicklungshelfern im Sudan hat das Auswärtige Amt einen Krisenstab eingerichtet. Die beiden Mitarbeiter der christlichen Hilfsorganisation World Vision und ein Kenianer waren gestern in der südsudanesischen Ortschaft Wad offenbar in die Gewalt von Rebellen geraten. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Auch die Vereinten Nationen wollen in dem Fall vermitteln. Die Flutkatastrophe in Indien und Bangladesch weitet sich aus. Im indischen Bundesstaat Assam steht fast jedes 4. Dorf unter Wasser. Die Zahl der Toten stieg nach Behördenangaben auf mehr als 70. Rund 4,5 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen. Sie wurden durch heftige Monsunregenfälle ausgelöst. Auch in Bangladesch flüchten Hunderttausende vor den Wassermassen. Hier wurden mittlerweile 30 Tote gezählt. Millionen Einwohner sind obdachlos. Klaus Peymann will seinen Vertrag als Intendant beim Berliner Ensemble bis Ende Juli 2007 verlängern. Der Theaterchef hat unter dem Vorbehalt zugestimmt, dass Subventionszusagen eingehalten werden. Berlins Kultursenator Flier sicherte ihm für das kommende Jahr mehr als 10 Millionen Euro zu.